Liebe Schwangere, liebe werdende Eltern, wie Sie aufgrund der etwas angespannten Situation mitbekommen haben, finden derzeit keine Informationsabende bei uns in der Klinik statt. Und aus dem Grund wollen wir Ihnen ganz kurz unsere Geburtshilfe vorstellen. Die Klinik Hallerwiese gehört zu den größten geburtshilflichen Abteilungen, die wir in Deutschland haben. Und der Großteil der Geburten ist bei uns, das sind völlig problemlose, normale Geburten. Was zusätzlich mit dazu kommt, die Klinik Hallerwiese ist auch ein Perinatalzentrum, Level 1, so heißt es. Und das bedeutet, dass wenn Probleme auftreten, sowohl die Kinderklinik als auch die Erwachsenenintensivstation bei uns im Haus ist. Das heißt, der große Vorteil ist der, dass Mutter und Kind nie getrennt werden. Eine wichtige Empfehlung ist sicher, dass Sie sich zur Geburt vorstellen sollten. Kommen Sie so ab 32 Schwangerschaftswochen zu uns und wir besprechen mit Ihnen zusammen, wie Sie sich die Geburt vorstellen würden, was wir für Sie vorbereiten sollen, ob Sie eine Wassergeburt wollen, ob Sie eine Periduralanästhesie haben wollen oder ob Sie primär einfach einmal zuwarten wollen. Wenn Sie dann in den Kreissaal reinkommen, wird es so sein, dass bei uns Sie in erster Linie die Hebamme durch die Geburt begleiten wird. Und nur wenn Probleme auftreten, sind viele Ärzte rund um die Uhr im Hintergrund für Sie zuständig. Und nun wollen wir Ihnen ganz kurz unseren Kreissaal vorstellen. Wir sind 34 freiberufliche Hebammen, die Sie rund um die Uhr im Schichtdienstsystem betreuen. Wir haben immer die Möglichkeit, je nach Arbeitsaufkommen noch weitere Hebammen aus der Bereitschaft hinzuzuziehen. Im Wesentlichen betreuen wir die Frauen hier im Kreissaal von der Hebammenseite. Sollte es Probleme geben, ziehen wir immer unser nächstes Teammitglied, den Arzt, mit hinzu und bei Bedarf auch den Oberarzt. Sie haben hier die Möglichkeit, sich ganz frei zu bewegen und eine gute Position zu finden, um Ihre Wehen zu verarbeiten. Sie haben die Möglichkeit einer Entspannungsbadewanne, Petsi-Bälle. Wir haben überall Seile installiert, wo Sie sich halten können, um Ihre Wehen zu verarbeiten. Die Kreisbetten sind individuell verstellbar, sodass Sie eine gute Position finden können in zu der Situation, in der Sie gerade sind. Wir haben hier viel Technik versteckt, die wir nur bei Bedarf einsetzen. Nur so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir haben im Kreissaal die Möglichkeit, wenn es etwas länger dauert, dass Sie ein Familienzimmer nutzen können. Was vielleicht besonders ist bei uns, dass Sie nach der Geburt auch von Wochenbetthebammen aufgesucht werden, bis zu zweimal am Tag bei spezielleren Fragestellungen. Eine ganz wichtige Frage bei den Informationsabenden ist immer, welche Möglichkeiten gibt es, damit mir bei den Schmerzen, bei den Wehenschmerzen unter der Geburt geholfen werden kann? Die wichtigste Maßnahme dabei ist zweifelsohne die Hebamme. Das heißt, die wird Ihnen helfen, wie man mit den Schmerzen, vor allem in der Anfangsphase, am besten zurechtkommt. Und da gibt es zur Schmerzausschaltung das Entspannungsbad, eine bestimmte Atemtechnik, einfache Schmerzmittel. Das heißt, 50% der Frauen bei uns machen die Geburt so, wie sie früher auch gelaufen ist. Sollten die Anstrengungen für Sie aber dann doch zu groß werden, dann haben wir rund um die Uhr die Möglichkeit, dass die Anästhesie Ihnen diese sogenannte Periduralanästhesie anbieten kann. Das ist diese Rückenspritze, mit der wir sehr, sehr gut die Möglichkeit haben, ohne dass das einen Nachteil für das Kind oder für Sie hat, dass Sie die Wehenschmerzen einfach nicht mehr spüren werden. Zusätzlich wird diese sogenannte Rückenspritze auch angeboten, wenn es aus irgendeinem Grund zu einem Kaiserschnitt kommt. Das hat den großen Vorteil, dass auch beim Kaiserschnitt Ihr Mann mit dabei sein kann. Wir befinden uns hier auf der Kinderstation der Geburtsklinik.
ein Team aus Kinderärzten steht für unsere Neugeborenen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir haben hier jederzeit die Möglichkeit, die Vorsorgeuntersuchung U2 vorzunehmen. Diese besteht zumeist aus dem Hüftultraschall oder aus den notwendigen Blutabnahmen. Wir sind aber auch als kinderärztliches Team dafür zuständig, sehr kleine Kinder, frühgeborene Kinder und aber auch Mehrlinge rund um die Uhr versorgen zu können. In dem Fall, dass Sie eine ambulante Geburt wünschen, das heißt unmittelbar nach Geburt vielleicht nach Hause gehen wollen, ist auch ein Kinderarzt für Sie da, der dann Ihr Kind vor der Entlassung nochmals ausführlich untersuchen wird.